Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Landskron, der privaten Braumanufaktur. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Freitagsausgabe des ERTV-Tickers. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Fernsehen und Internet erfolgreich zu kombinieren und damit einen neuen Multimedia-Trend zu schaffen, das ist schon lange eine Vision. Einige sächsische lokale TV-Veranstalter, unter anderem auch Euroregional TV, wagen diesen ersten Schritt in die Zukunft. Das Stichwort lautet internetbasiertes Satellitenfernsehen, kurz HBB-TV. Das sächsische Lokalfernsehen dehnt seine Empfangbarkeit aus, und zwar für Haushalte mit TV-Endgeräten, die HBB-TV-fähig sind und über einen Satellitenanschluss verfügen. Auf Programmplatz 99 sind seit 31. März die sächsischen Lokal-TV-Programme ErzTV Kabeljournal, Meißenfernsehen, InfoTV Leipzig, das Mittelerzgebirgsfernsehen und Euroregional-TV aus Görlitz zu empfangen, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Mit dem Navigationstasten der Fernbedienung wählen Nutzer zunächst das Bundesland Sachsen und das Wunschprogramm. Anschließend wird eine für die Wiedergabe am TV-Gerät optimierte Webseite des jeweiligen TV-Veranstalters dargestellt, dessen Gestaltung den Veranstaltern obliegt und unterschiedliche Programmelemente aus Nachrichtentext, Bildern und Videos auf Abruf enthalten kann. Die Satellitenverbreitung über das Lokal-TV-Portal ermöglicht den Veranstaltern nicht nur die Steigerung der Reichweite in Richtung neuer Zielgruppen, sondern auch den Einsatz innovativer und interaktiver Verbreitungsmittel direkt auf dem Fernseher im Wohnzimmer. Im Verlauf des Jahres soll es weitere Aufschaltungen mit interessierten Lokal-TV-Veranstaltern aus Sachsen geben. Weitere Infos zum Empfang gibt es unter www.lokal-tv-portal.de. Bald, meine Damen und Herren, wird es in der Neiße-Stadt eine neue Fotoausstellung geben. Die Vorbereitungen dazu laufen jetzt schon auf Hochtouren. Details dazu gibt es jetzt. Ausstellung vorbereitet. In den Räumen der neuen Görlitz am Fischmarkt 9 wird bereits tatkräftig an der Vorbereitung einer neuen Ausstellung gearbeitet. Jana Lübeck und Martina Brandt vom Initiatorenteam wollen mit der Ausstellung Hotel Pliska die Exposition zeitgenössischer Kunst in Görlitz fortsetzen. Ab 11. April werden dann Schwarz-Weiß-Fotografien von Katharina Kastel gezeigt. Die Künstlerin selbst hat uns angesprochen, ist eine Bekannte von uns und von meinem Mitorganisator hier von der Galerie bzw. von dem Ausstellungsraum. Und sie war eben unterwegs in Bulgarien und hat uns erzählt, dass sie da Fotos gemacht hat. Und auf die Einladung sind wir einfach eingegangen, haben uns die Fotos mal angeschaut und haben gesagt, das ist wirklich richtig toll geworden. Die müssen wir unbedingt zeigen hier bei uns in der Neuen Görlitz. Entstanden sind die aussagekräftigen Aufnahmen während eines dreimonatigen Aufenthaltes der Künstlerin in Bulgarien. Die Exposition lädt den Betrachter dazu ein, das Land, seine Menschen und Besonderheiten zu entdecken. Die Ausstellung hat geöffnet nach der Vernissage ab Montag, dem 14. Durch die Osterfeiertage haben wir natürlich kurz geschlossen, aber dann geht es in der nächsten Woche direkt weiter. Von Dienstag bis Freitag, meistens von 10 bis 13 Uhr, und Freitag haben wir von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Wer mehr über die Künstlerin und ihre Erlebnisse und Erkenntnisse im Balkanstaat erfahren will, sollte am 11. April bei der Vernissage dabei sein, wo die Künstlerin persönlich die Ausstellung eröffnen wird. Zu sehen sein werden die Arbeiten bis 25. April 2014. Unser Tipp: Ausstellung unbedingt ansehen. Und jetzt ist es Zeit für die Kurznachrichten vom Tage. Bautzen. Heute Morgen startete in der Spreestadt ein ganz besonderer Transport. Eine neu erbaute Orgel ging auf Reisen. Ziel des auf 3 LKWs aufgeladenen Instrumentes ist das rund 700 Kilometer entfernte Trier. Dort soll das Instrument der Firma Eule in der Konstantinbasilika aufgestellt werden. Schwierigkeit dabei: Die Orgel mit ihren fast 40 Registern und 6000 Pfeifen ist eines der größten bislang in Bautzen gebauten Instrumente
und wird nur mit perfekter Koordinationsarbeit durch die Eingangstüren der Basilika passen. Das Gewicht der Orgel beträgt übrigens ca. 32 Tonnen. Das Unternehmen Hermann Eule Orgelbau Bautzen wurde am 26. Januar 1872 als Orgelunternehmen gegründet und trat damit die Nachfolge einer langen, seit dem 16. Jahrhundert belegten Orgelbautradition in Bautzen an. Sachsen. Die Europastadt Görlitz-Gorjelitz GmbH wirbt erstmals im Radio für das Reiseziel Görlitz. Über den Sender RSA wird es in Kooperation mit der Landskron Braumanufaktur ein Radioquiz geben. Dieses Quiz stellt Görlitz mit seinen unterschiedlichsten Facetten vor. Die Beiträge entstanden unter Einbeziehung zahlreicher Partner vor Ort. Es sollen konkrete Tipps für Besucher geliefert werden. Die EGZ möchte mit dieser Kampagne mehr Menschen in Mitteldeutschland auf Görlitz aufmerksam machen und die Botschaft auf sympathische Weise vermitteln. Das Quiz wird an den Aprilsamstagen im Rahmen der Vormittagsshow ausgestrahlt. Aufmerksame Hörer können dabei ein exklusives Wochenende in Görlitz inklusive Übernachtung und Aufenthaltsprogramm gewinnen. Soweit die Kurznachrichten. Wir schauen jetzt aufs Wochenendwetter und hoffen auf viel Sonne. Ob unser Wunsch erfüllt wird, das sehen Sie jetzt. Ob Sonne, Sturm oder Schnee, wie das Wetter wird, erfahren Sie bei uns. Das ERTV-Wetter. Die kommende Nacht zeigt sich wechselwütig. Sterne und Wolken kämpfen um die Vorherrschaft am Himmel. Gewinner gibt es vorerst keine. Größtenteils bleibt es bei um die 7 bis 8 Grad trocken. Kleine kurze Schauer sind dennoch nicht vollends ausgeschlossen. Der Samstag bietet uns einen Sonne-Wolken-Mix. So richtig entscheiden kann sich das Wetter momentan nicht, wo es hingehen soll. Verständlich, es ist ja April. Sonne, Wolken, kurze Schauer und wieder mal längere trockene Abschnitte – alles ist möglich. Dazu passend gibt es schwankende Temperaturen von 15 bis 18 Grad. Und genauso wie am Sonnabend zeigt sich auch am Sonntag das Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich geduldig ab. Auch kurze, teils auch kräftige Schauer sind zu erwarten. An den Temperaturen ändert sich nicht sehr viel. Das Thermometer pendelt sich irgendwo bei 18 Grad ein. Mit längeren sonnigen Abschnitten wird auch mal die 20 Grad Marke geknackt. Der Wochenbeginn zeigt uns weiterhin ein leicht wechselhaftes Gesicht. Schöne Abschnitte mit Sonne und Temperaturen um 20 Grad sind auf jeden Fall zu genießen. Im nächsten Moment kann es aber wieder anfangen zu tröpfeln. Der April ist wettertechnisch also nun vollends angekommen. Und das war's auch schon wieder mit den neuesten Nachrichten vom Tage. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wenn Sie am Montag wieder richtig ticken wollen, dann schalten Sie wieder ein. Ich freue mich auf Sie.